Leute, hier ist wieder euer Zuckerrohr. Und uns wurde der Krieg erklärt. Ich frage mich, wieso die sofort angreifen können. Haben die irgendwelche... Die haben Artillerie dabei. Fug. Magiekanone. Mage Spire. Okay, ich werde... Ich sag's mal so, wir werden, glaube ich, verlieren. Das ist... leider so. Ich hoffe, ich kann dann später mit Lalana Yaro noch Frieden. Ich lasse jetzt erstmal die Schlacht laden. Ich hoffe, wir können dann noch mit Lalana Yaro wenigstens Frieden schließen, dass wir die erstmal vom Tisch weg haben. Ich werde auch gerne mit Hyrule Frieden haben. Wir können uns dagegen drei Feinde gleichzeitig wehren. Dafür sind die Goronen einfach zu wenige. Goronen legen sehr viel Wert auf qualitativ gutwertige Truppen, aber haben zu wenig davon eigentlich, um ehrlich zu sein. Das heißt, bei den Goronen kann man ja auf Quantität gehen. Heilige Kacke, wie sieht denn das aus? Über Lava, das ist ja überhaupt nicht schön. Und ja, das war ein Dialekt, in dem ich gerade eben gesprochen habe, oder gehört mir. Dialekte können Menschen gehören, hat er gesagt. Nee. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Diesen Dialekt spreche ich nicht ursprünglich. Gut, ich vermute mal, die werden versuchen, über die Brücke zu kommen. Ob die uns flankieren, ist die andere Frage, aber wir haben verloren. Wir werden diese Schlacht verlieren. So blöd, wie sich's auch anhört. Untergang von Goronen ist es. Dass sie uns den Krieg erklärt haben, leider. Nein, nein, ihr solltet eigentlich eher dastehen. Und ihr stellt euch kurz davor auf. Komm. Genau so. Perfekt. Bewegt euch. Oh, verdammt, rennt, 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 rennt. Wo ist der Rennbutton? Ah! Ach, das sind die Typen. Ach, wisst ihr was? Zieht ihr euch lieber zurück, eigentlich. Eigentlich solltet ihr rennen. Ich habe doppelt geklickt, aber egal. Oh. Und jetzt dürfte er werfen. Werft jetzt eure verdammten Ladungen da denen rein? Ich glaube wirklich nicht, dass wir das gewinnen können. Da. Bewaffnete Zora-Truppen. Zora-Infanterie. Noch mehr Zora-Infanterie. Ich meine, wir haben gute Qualität an Truppen, wie schon gesagt, aber unsere... Wir haben zu wenige, einfach. Und die werfen ihr Zeug nicht rein. Wo ist es reinwerfen sollen? Oh, die werfen es. Nicht. Ich will sie nicht werfen. Ah, doch, jetzt sehe ich sie. Jawohl, genau. Zündet sie schön an, die Zora-Krieger. Jawohl. Also aushalten tun wir immer noch gut. Eigentlich. Die anderen werfen ihre Tongefäße drüber, machen damit auch viele Zora eigentlich noch. Naja, einigen den gar aus. Das ist besser, als wenn sie gar keine eliminieren würden. Und du bläst mal schnell in dein Horn rein. Vielleicht war es auch keine so gute Idee, wenn du gerade eben... Achso, okay, der Kamerad hat dir geholfen. Das ist hier unser Captain, der wacker am Kampffeld steht. Und gerade anscheinend an so einem komischen Viech da ist. Von so einem komischen Viech da frisst. Ist. Jetzt traut er sich vorzurücken. Jawohl. Und bam! Oh, der Zora hat's ausgehalten. Und der hat pariert, der Zora. Alter, der hält so einen fetten Hammer. Ja, der gibt da die Schilder. Oh mein Gott. Und er kriegt ein paar Stiche ab. Aber eigentlich dürfte es doch für den kein Problem sein, oder? Komm schon. Hau halt deinen Hammer rein. Huch. Was tust du denn? Hol doch einmal mit deinem Hammer aus. Lass dich doch davon nicht stören. Schon wieder zwei Zora-Krieger, die tödlich getroffen von unseren Ladungen untergehen. Das Problem ist, wir haben einfach zu wenig Truppen. Traurige Wahrheit.
So drum erst. Ja, ich gehe gerade eben aus der Schlacht raus, aber ich will sehen, was sie da hinten noch haben. Wir haben sowas wie von voll. Ach, das ist bloß eine Magiekanne. Aber das hier ist doch auch noch irgendwas Gefährliches, oder? Ich habe Angst vor den Zora. Das ist die erste Schlacht, die wir wahrscheinlich verlieren werden. Eigentlich ziemlich traurig. Hast du gerade eben... Das ist, glaube ich, das Zeichen. Huch! Ja! Die fliehen! Die fliehen! Wuhu! Jetzt geht im Nahkampf hinterher. Bogenschützen und andere Fernkämpfer lässt man einen Nahkampf gehen, indem man Alt drückt. ALT. So. Hinterher. Holt sie euch. Wir müssen uns beeilen, dass wir wirklich nur so viele Zora wie möglich töten. Obwohl ich immer noch nicht so sicher bin, ob wir diese Schlacht überhaupt gewinnen werden. Ich meine, die gehen gut durch und machen einige platt. So ist es ja nicht. Wollt ihr jetzt kämpfen oder lauft ihr bloß weg? Keine Ahnung. Holt's euch einfach, Miners. Eure Fernkämpfer werden den Rest jetzt hier erstmal übernehmen. Ah, der Kenner. Wow, was geht denn hier ab? Wer von euch geht so ab? Ach du Kacke. Mage Spire richtet ja nicht Masking Moves aus. Es ist einfach. Wow. Wenn das einmal unsere Truppen trifft, sind die tot. Ja, greift sie an. Wow, dam, dam, dam. Ja, ich habe meine Truppen übrigens wissentlich geopfert. Ich wusste, dass das passieren würde. Okay, lassen wir es jetzt erstmal auf die Zora-Infanterie hier ein bisschen niedermetzen. Ich weiß ja nicht, was der Feind jetzt vorhat. Ob der einrücken wird mit seinen Kanonen oder ob der da hinten wartet. Können die von hier hinten aus hinschießen? Wow! Diese magischen Kanonen haben gerade eben unseren Untergang besiedelt. Geht in Deckung, Soldaten. Wir warten jetzt einfach erstmal ein bisschen ab. Let's play the hard screen sozusagen. 6-facher Geschwindigkeit. Nun ja, wie war euer Tag so heute? Ja, meiner war recht einfältig. Dumm. Egal wie. Ja, eigentlich normalerweise unterbrechen und sagen, wir sehen uns dann später wieder, aber ich weiß, dass ich zu dumm bin, um Videos zusammenzuschneiden. Und 50,1 und den 0,1 und 0,2 Part wird sowieso niemand wieder schauen, also den 0,1 Part an. Also warten wir jetzt hier ein bisschen und warten und warten und warten und warten. Ich kann es ja auch einfach nee, rausschneiden, wenn ich es auch nicht, das geht nicht. Blöd. Zusammen mit dem Programm, wo ich habe. Ja, also, wir warten und warten und warten und warten und warten. Hey, warten, hu, warten da, warten hier, warten dort. Also, wir würden auf jeden Fall gewinnen, wenn wir jetzt warten. Gar keine Frage. Ja, kann ich eine Folge bloß 9 Minuten lang machen? Ja, das könnte ich eigentlich machen. Weil dann warte ich das jetzt hier ab. Und vielleicht haue ich an dem Tag sogar 2 Folgen raus. Ich kann mich sowieso noch nicht mal dran erinnern. Außerdem muss ich gerade eben Folgen sparen. Also Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Diesmal endet der Part ein bisschen früher. Ihr seht ja warum. Nicht welche abwarten und die Schlacht gewinnen. Also Leute, ich hoffe, ihr gratuliert mir für wie Meister für diese Schlacht Gott sei Dank noch gewonnen habt. Also Leute, noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao.